Salut Freunde, hier sind wieder Danny und meine Wenigkeit. Willkommen zu den News. Ich hoffe, allen geht's gut. Danny, wie geht's dir? Mir geht's wie jede Woche, wenn die News anstehen, wunderbar. Ich freue mich auf eine geile Folge. Das ist sehr, sehr schön. Geil ist außerdem ein sehr gutes Stichwort, weil wir haben den Galenicus wieder da. Er ist zurück. Nach dem Verbot ist der Galenicus zurück. Ich will es gar nicht so ultra ausschweifen, weil es soll ja heute um die News gehen. Und wir nehmen am Donnerstag einen Podcast auf. Deswegen, wer da so ein Deep Dive hören will und auch sehen, muss die nächste Podcast-Folge mit mir abwarten. Außerdem Multi-Backup, also Multivitamin und Mineral, Vitamin D3 und K2 Backup sowie Omega Backup, also Omega-3 Kapseln, sind jetzt alle bei uns im Shop erhältlich. Somnia ist schon wieder weg. Da hat der Warenbestand ungefähr knappe 40 Minuten gehalten. Dann waren wir da out of stock. Also da habt ihr uns echt überrannt. Danke auf jeden Fall. Und die neue Somnia-Version, die kommt wahrscheinlich so in... Also die neue Charge, nicht. Jetzt habe ich schon geleakt, dass eine neue Version auch kommen wird, ja. aber die alte Version in einer neuen Charge kommt so in 2 bis 3 Wochen, wenn alles gut läuft. Yes. Also unter Galenicus-Original.de auschecken. So, ich würde sagen, Danny, wir starten mit dem ersten Thema, was nicht ganz so erfreulich ist wie das Galenicus-Comeback. Überhaupt nicht. Also wir starten tatsächlich mit Corona. Wie sollte es auch anders sein aktuell? Da sind die Gyms auch auf jeden Fall weiterhin ein Thema, das euch bewegt. Stand jetzt sieht es zumindest meiner Meinung nach nicht ganz so gut aus, was die Öffnungen in diesem Jahr angeht. Letzte Woche gab es dazu in Bayern auch einen traurigen Höhepunkt, weil dort hätten die Gyms eigentlich zumindest für Individualsport wieder öffnen dürfen. Das hatte das Verwaltungsgericht entschieden und dabei sogar weitere Rechtsmittel ausgeschlossen. Das hat aber die bayerische Regierung gar nicht so wirklich interessiert, denn die hat kurzerhand einfach per Verordnungsupdate komplett den Indoor-Sport verboten und damit für die gewollte Gleichberechtigung gesorgt. Nur halt nicht so, wie es die Gymbesitzer gerne gehabt hätten. Mhm. Findest du es nicht auch langsam so ein bisschen besorgniserregend, dass bei geltender Gewaltenteilung, die wir ja hier in Deutschland haben, da einfach mal so kurz die Judikative ausgehebelt wird? Ja, also das ist natürlich jetzt schon ein sehr, sehr stark politisches Thema. Aber als ich das mitbekommen habe, fand ich das schon auch wahnsinnig erschreckend. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab solche Fälle wahrscheinlich schon öfter. Allerdings bekommt man das nicht immer so mit. Aber in dem Fall haben wir es ja alle mitbekommen. Ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz die Argumentation, weil man muss ja sagen, es wäre jetzt nicht so gewesen, dass die Gyms wieder offen gewesen wären wie vor Corona, sondern es hätten dann nur Personen aus einem Haushalt dort trainieren dürfen oder eine einzelne Person und eben eine andere Person, was dann der Gym-Mitarbeiter gewesen wäre. So, also wenn man sich jetzt mal überlegt, so ein Fit One in Berlin, ja, 3 Stockwerke, ich weiß nicht wie viel, 1000 Quadratmeter, da wären 2 Personen da drin gewesen, ja. So, als Beispiel, ja, in ich glaube in Nürnberg oder Würzburg steht auch ein sehr großes Fit One, 4, 5, 6 Stockwerke, wären 2 Personen drin gewesen, ja. Da hätten wir jetzt alle nicht so wirklich viel gewonnen, aber das zeigt so ein bisschen die grotesken Ausmaße von der Maßregelung, das ist ja eine Maßregelung der Regierung aktuell. Und das finde ich eigentlich schon erschreckend. In dem Fall, es geht jetzt in Anführungszeichen nur um Gyms, ja. Aber man muss jetzt mal das auf irgendwie andere Fälle spinnen. Und dann finde ich das schon erschreckend. Aber du bist da ja noch mehr in dem Thema drin als ich. Ja, also ich habe Kommentare gelesen und ich muss schon sagen, auch da ist wieder der größte Tenor einfach, dass es schon mittlerweile so grenzwertig wird. Ich will jetzt mal gar nicht auch so krass gegen dieses Maßnahmengebot, was mittlerweile herrscht, reden, aber es ist schon so,
Es gibt ja zum Beispiel auch sowas im ganz normalen Alltagsbetrieb von Firmen, sowas wie Weihnachtsgeld, es wird so betriebliche Übung, wenn du das 2-3 Mal auszahlst und das wird ja so eine Gewohnheit. Und wenn du dann Dinge machst, auch als Regierung, die mal gemacht werden, dann nochmal und dann, ja, wir haben ja gerade Corona, ja, jetzt versteift euch nicht so auf die Judikative, ist halt auch irgendwann mal dann schnell sowas zur Gewohnheit geworden, was nicht zur Gewohnheit werden darf eigentlich, weil wir haben Gewaltenteilung, Judikative, Exekutive und Legislative und das muss auch so bleiben. Und wenn dann das Gericht noch urteilt und Rechtsmittel ausschließt, dann kann es eigentlich nicht sein, auch wenn man dann natürlich groß tönt von wegen, ja, wir haben natürlich allergrößten Respekt vor dieser Entscheidung des Gerichts, aber... Und das Aber ist ja, eigentlich juckt es uns nicht. Ja, so groß ist der Respekt dann, finde ich jetzt dann nicht. Genau. Ich würde das nächste Thema eigentlich mit anderen Ländern, andere Sitten einleiten, aber mit Sitten hat es irgendwie dann doch nicht so viel zu tun. Im Iran soll nämlich ein Rollstuhl-Bodybuilder vor der Hinrichtung stehen, weil er sich kritisch zu Corona geäußert hat. Und zwar meinte er, dass es heuchlerisch sei, Sportstätten zu schließen, das Pilgern zu religiösen Stätten aber weiter zu erlauben. Es ist schon krass, wenn man das so mitbekommt, oder? Also wir zwei wären da im Iran auf jeden Fall ganz oben auf der Abschlussliste, wobei wir würden uns dort wahrscheinlich nicht so äußern. Ich muss sagen, ich fand das sehr erstaunlich, dass sich der Kollege so geäußert hat, weil er weiß ja sehr gut, wie die Gesetzeslage im Iran ist und entsprechend müsste er eigentlich schon gewusst haben, mit welchen Konsequenzen er zu rechnen hat. Nichtsdestotrotz, also ich sage jetzt nicht, er ist selber schuld, das will ich damit gar nicht sagen, aber das zeugt ja dann schon von Mut, dass man dann trotzdem seinen Unmut da kundtut. Wenn man sich jetzt aber mal überlegt, also das ist ja das, was dann eben die westliche Welt von solchen Ländern unterscheidet, dass man bei uns eben schon seine Meinung sagen darf. Ich hatte jetzt, war das in der letzten News-Folge, wo ich über diese soziale Ausgrenzung gesprochen habe, weil man seine Meinung sagt. Ja gut, aber so, ich sag die und dann bin ich halt irgendwie nicht so beliebt. Mir ist egal. Ja. Also ich lebe deswegen nicht schlechter. Ja. Aber in diesen Ländern, mir ist diese soziale Anerkennung nicht so wichtig, aber in diesen Ländern, da geht es ja nicht um so ein Luxusproblem, ob ich dann irgendwie nicht mehr in eine TV-Show darf oder ähnliches, sondern also da droht jetzt eine Hinrichtung und das ist dann schon sehr, sehr krass, wenn man das so mal überlegt, was wir hier vom Stapel lassen und was wir so alles machen können und wir kriegen halt vielleicht mal einen Strike oder mal eine Abmahnung. Das passiert so bei uns und dort geht es dann um Leben und Tod. Ich kann ihn verstehen, was er sagt, ja, warum darf eine Moschee offen haben, aber ein Gym nicht, weil die Infektionsgefahr, ich würde jetzt mal sagen, die ist in der Moschee nicht niedriger als im Gym. Also da kommen ja auch auf kleinen Raum sehr viele Menschen oder relativ viele Menschen zusammen. Vielleicht hatten die da auch so eine gewisse Abstandsregel, das mag sein. Aber wenn ich jetzt so überlege, Gyms sind ja meistens in etwas größeren Gebäuden, höhere Decken etc. Auch da ist ja eine gewisse Hygiene, die vorherrscht, ist in der Moschee auch. Die waschen sich ja auch die Hände, Füße etc. Ist jetzt so von diesem rational Gesehenen für mich jetzt nicht irgendwie, was Corona angeht, sehe ich jetzt nicht bei dem einen mehr oder weniger Gefahr. Nee, also ich denke, wir können uns auf jeden Fall glücklich schätzen, dass wir dann nur maximal mit sozialer Ausgrenzung zu kämpfen haben und nicht gleich da der Strick oder Ähnliches gezogen wird, wie im Iran ja der Fall sein soll. Ja. Wir kommen nochmal zurück zur Berlin Strength Sexismus-Debatte, nenne ich es jetzt mal, von letzter Woche nämlich. Also zuerst mal hatte Paul Unterleitner unter unserem Newsvideo kommentiert und das Statement darin als gut befunden. Das war so ein proaktives, direktes Statement. Wenig später kam dann ein zweites Smash or Pass Video von ihm online. Dieses Mal mit zwei jungen Damen im Schlepptau. So vielleicht ein indirektes Statement. Was sagst du zu diesem, ich nenne es jetzt vermeintlich indirekten Seitenhieb von Paul und gibt es noch erweiternde Worte von dir zu letzter Woche? Du hattest dich ja zwischenzeitlich kurz noch
in deiner privaten Instagram-Story dazu geäußert. Ganz im Gegensatz jetzt beispielsweise zu weiteren Betroffenen wie Johnny oder Johannes. Die haben sich nicht geäußert? Ich glaube nicht. Nee, also ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Also wenn es so gewesen sein sollte, dann bitte ich das zu verzeihen. Ich würde jetzt mal vermuten, der Paul, das ist ja ein kluger, junger Herr, der hat sich jetzt schon auch was dabei gedacht, dass er da zwei Klassenkameradinnen mit in das Video genommen hat. Und ehrlich gesagt, die haben ja einfach das gemacht, was ich beim letzten Video schon gesagt hatte. Ja, es ist nun mal so, wir Menschen unterhalten uns über die sexuelle Attraktivität von anderen Menschen. Das machen Männer übrigens auch über andere Männer, ja. Die sagen auch mal irgendwie, ey, guck mal, ey, der sieht so gut aus und mit dem Auto, wow, der wird bestimmt ganz viele Frauen bekommen oder ähnliches. Und wenn jetzt für uns ein Mann sexuell nicht so attraktiv aussieht, sagen wir auch, boah, guck mal, wie der aussieht, der hatte bestimmt noch nie eine Freundin. So, also meistens, wenn ich von irgendwelchen Hatern irgendwelche Sachen mitbekomme, gucke ich die immer an, denke mir so, okay, denke ich mir genau das, okay, wow, so ein Typ, ja, gut, guck mal, der hat noch nicht mal irgendwie eine Freundin gehabt. Klar, dass er irgendwie frustriert ist. So, die Mädels jetzt in dem Video, auch das war jetzt ja kein obszönes, ordinäres Video. Die haben sich darüber unterhalten, wen sie jetzt sexuell attraktiv finden oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die das wirklich immer so gesehen haben, würde ich jetzt mit dem Sex haben wollen, sondern einfach nur, findet man den attraktiv oder nicht. Ganz natürlich sehe ich super gelassen, super entspannt. Und vielleicht noch mal, warum ich auf Instagram diese Story rausgefeuert habe, auf meinem Instagram-Profil. Ich glaube, es ist eine Mitarbeiterin von Berlin Strength, ich weiß nicht genau. Die hat auf jeden Fall noch mal so irgendwie gegen uns geschossen, weil die unser Statement, glaube ich, nicht gut fand. Und dann habe ich mir so überlegt, ich habe mir das noch nie in meinem Leben bisher überlegt, Marcel, bist du ein Sexist? Und dann habe ich so überlegt, bin ich das oder bin ich es nicht? Ich habe das jetzt wirklich so ernsthaft in mich gefragt. Ich bin ja jemand, der versucht zu reflektieren. Ich versuche da nicht ultra ignorant zu sein. Und dann habe ich mir so überlegt und dachte so, nee, eigentlich sind das so Gedankengänge hatte ich noch gar nicht. Und dann habe ich so gedacht, ja, guck mal hier bei Gannikus, wir haben doch auch Mitarbeiterinnen. Und dann habe ich so mal unsere Google-Chat-Liste angeguckt und dann so mal gezählt, allgemein, wie viele Mitarbeiter haben wir und wie viele Männer, wie viele Frauen. Und dann ist mir aufgefallen, ey, wir haben ja mittlerweile bei uns im Team mehr Frauen als Männer. Mhm. Wir haben mehr Frauen als Männer. Aber mir ist das nicht aufgefallen. Und ja, wisst ihr, warum? Was dich nicht interessiert. Weil es scheißegal ist. Bei uns arbeiten Leute, die in ihrem Gebiet geil sind. Punkt. Ob die grün, blau, Mann, Frau, Gender oder sonst irgendwas. Wir hatten schon Homosexuelle bei uns im Team. Es ist so alles egal. So. Und mir ist jetzt so, und wir sind jetzt schon lange mehr Frauen als Männer. Mhm. Also seit dem Sommer, ja, so. Aber es ist so keinem bei uns aufgefallen. Auch Simon hat nicht geschrieben, hey Marcel, wir sind ja mittlerweile weniger Männer als Frauen bei uns im Team. Oder du. Weil es keinen interessiert. So. Und das ist, wenn es wirklich egal ist. Uns ist es wirklich egal. Ich brauche keine Ideologie, ich brauche keine Hashtags oder sonst irgendwas, sondern das, was ich mache, nämlich, dass ich Menschen eine Arbeit gebe, unabhängig davon, wer die sind, woher die kommen, was für ein Geschlecht oder sonst was in ihrem Ausweis steht. Ich gucke noch nicht mal aufs Zeugnis. So, das bringt die Menschheit voran, aber nicht irgendwelche ideologischen Hashtags und irgendwelche Behauptungen aufstellen und keinen Spaß mehr verstehen können. Das bringt keinen voran. Dann bekriegen sich die Menschen. Deswegen, ich habe auch auf diese Dame gar nicht geantwortet, weil ich dachte, ich tue mehr dafür, dass es keinen Sexismus gibt als du. Weil bei mir gibt es diesen Unterschied gar nicht. Ja. So, ja.
Und daher, ich sehe das so super gelassen. Ich finde so, was ich an der Sache wirklich räudig finde, das kann ich so sagen, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, Johannes Lukas hat Berlin Strength jahrelang gepusht, ja. Also sicherlich so seit 6 Jahren oder so hat er da Videos gemacht und es immer gepusht, immer denen die Credits gegeben. Und dann da so rausgekickt zu werden, das finde ich räudig. Dieses alles andere drumherum, das ist ehrlich gesagt so diese ideologisch getriebenen Menschen, die immer das Haar in der Suppe irgendwo suchen und so keinen gesunden Menschenverstand mehr haben und vor allem auch keinen Spaß mehr irgendwie haben. Ja, das so drauf geschissen. Ja, ich habe mich auch reflektiert. Ich bin da so wie du, weil ich mir dachte, selbst wenn bloß 3 Leute irgendwie kommentieren, du Sexist, dann muss ich das zumindest mal wirken lassen. Und ich habe ja im engeren Familienumfeld auch Frauen. Ich habe die auch in allen Altersklassen. Du hast mehr Frauen als Männer in deiner Familie. Noch, ich habe bloß noch Frauen. Ich bin der einzige Mann noch. Also ich habe Freundin, ich habe Oma, ich habe Mama und ich habe alle untereinander gefragt, auch unabhängig voneinander. Und die haben alle gesagt, brauchst dir keine Sorgen machen. Mein Sohn, mein Enkel, du bist kein Sexist. Und wir sehen das genauso, weil ich kenne teilweise Frauen, das ist jetzt Wortlaut meiner Mutter, die sind schlimmer als das, was da passiert ist. Also wirklich so im Privaten, wenn die Kamera nicht läuft. Und dementsprechend glaube ich das denen jetzt einfach mal so ganz wohlwollend, weil das sind auch keine unterwürfigen Frauen, die irgendwie im Patriarchat leben. So, Danny ist so ein Ehrenmann, ja, dass er heute für seine Mutter und für seine Oma die Gannikus-Subs bestellt hat. Ja. Schon so. Letzte Woche, aber wisst ihr, wer so, heute ging sie jetzt in den Versand. Ja. Die Follower gehen als erstes. Da wisst genau, die normalen Bestellungen hatten Vorrang. Ja, deswegen ging heute die Bestellung an Dannys Mom und an die Oma raus. Also mehr geht doch gar nicht. Ja. Und damit die müssen auch nichts dafür zahlen. Ja, und nee, die müssen auch nichts dafür zahlen. Ja, also nicht der böse Marcel, der Sexist, hat nicht mal gesagt, ey, ihr Frauen, ihr müsst jetzt aber dafür bezahlen. Richtig, ja. So, lass uns weitermachen mit Wettkampf-Bodybuilding. Und da wären wir dann beim Romania Muscle Fest. Wir beginnen da, würde ich sagen, mit den deutschen Athleten, wie immer. Da hatten wir nämlich bei den Profis 3 Stück am Start. Einmal den Mike Sommerfeld, der ist auf jeden Fall gerade hart am Start. Der hat den 6. Platz in der Classic Physik geholt. Dann die Bahar Aira mit dem 3. Platz in der Figurklasse. Und der Benedikt Lukas wurde 9. in der Men's Physik. Jetzt leider kein Sieg aus deutscher Sicht, aber trotzdem würde ich sagen, kein so schlechtes Wochenende alles in allem, oder? Ja, ich finde es sehr cool, dass die deutschen Athleten da auf jeden Fall fleißig bleiben, sich nicht irgendwie von Corona unterkriegen lassen. Ich muss da an der Stelle jetzt auch mal sagen, also man merkt schon bei diesen ganzen europäischen Wettbewerben, wo früher immer Team Andro viel unterwegs war oder auch bei den Deutschen, wenn da jetzt Team Andro oder später dann auch Matze Busse mit Rap One nicht unterwegs sind, du hast nie gute Bilder. Also irgendwie kriegen die das in Europa nur ganz, ganz schwer auf die Reihe. Ich kann gar nicht so viel zu den Ergebnissen sagen, weil man hat fast nichts davon gesehen. Ich finde es natürlich schade, dass die deutschen Athleten nicht so weit vorne mit dabei waren. Regan Grimes hat in der Men's Open gewonnen. War wahrscheinlich jetzt auch nicht so eine Überraschung, oder? Nee, war keine Überraschung. War halt auch kein so großes Teilnehmerfeld. War aber tatsächlich dann jetzt am Ende sein erster Sieg, zumindest bei den dicken Jungs. New York Pro hat ja Classic Physik schon mal gewonnen gehabt, aber ja, ansonsten, damit ist er auf jeden Fall dieses und nächstes Jahr für den Mr. Olympia qualifiziert. Auch der war wieder Mike fleißig. Ja, also ich denke, ein Regan Grimes bei normalen Umständen würde der nichts gewinnen, also würde nicht auf Platz 1 gehen. Wenn alle Profis bei den ganzen Wettkämpfen mitmachen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür fehlt ihm einfach noch zu viel, aber ja, geht so eine Corona-geschwächte Romania Muscle Fest Competition, dafür ist er dann natürlich schon einer der Top-Athleten. Schade für den Mike. Dass er da jetzt 6. wurde. Ja, ansonsten der Benedikt Lukas, das ist ja auch so ein, da können wir jetzt auch mal Smash or Pass machen. Das ist doch auch so ein Pretty Motherfucker,
Ja, so ein richtiger Sunny Boy, der passt so ein richtiger Sunny Boy, ja, also der passt in die Badehosenklasse perfekt. Ich find's immer interessant, wenn man ihn so auf Social Media sieht, denkt man so, wow. Aber ich find's dann interessant, dass er bei den Wettkämpfen dann nie so weit vorne mit dabei ist. Aber der ist auch noch jung, also er ist jetzt nicht alt. Der hat noch Luft nach oben, kann sich noch entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Da sieht man auch, in welche Richtung international die Men's Physikklasse mittlerweile geht. Weil wenn du den mal so siehst im privaten Leben, denkst du auch, okay, krass, der ist Men's Physik. Und dann steht er da und sagt ja auch selber, ja, mir fehlen irgendwie noch ein paar Kilo. Da denkst du auch so, okay, in internationalen Gefilden ist es was ganz anderes als in Deutschland. Ja. Also hat für mich eigentlich so einen guten Look, breites Schlüsselbein, schmale Taille, sieht gut aus. Bringt da eigentlich alles mit, aber ja, muss da noch so ein bisschen wahrscheinlich aufbauen, gucken, dass er seine Linie nicht zerschießt. Und kann ich mir aber schon vorstellen, dass er perspektivisch weiter vorne mit dabei sein wird. Aber man muss halt sagen, in Amerika, die ganzen Black Boys, die dann, glaube ich, mit weniger Anstrengung oftmals so einen Ticken besser aussehen und dann wahrscheinlich auch nicht mit ganz so viel Gewalt rangehen müssen, die haben dann immer noch mal so einen geileren Look. Ja, was man vielleicht auch noch ansprechen muss, ist Peter Molnar, den dürften auch einige von euch kennen, bisher nur bei anderen Verbänden am Start gewesen. Der hat am Samstag beim Amateurwettkampf die Pro-Card geholt im Bodybuilding, ist am Tag drauf dann aber mit Mike auf der Bühne gestanden in der Classic-Physik und hat da mal kurz alles zerlegt, also verdienter Sieg, so was ich jetzt gesehen habe, auch wenn Bilder aktuell mal wieder noch Mangelware sind. Man kennt ihn von Wettkämpfen mit Ronny Rockel letztes Jahr beispielsweise. Also der ist auch schon 38 Jahre alt, muss man sagen. Da war ich ein bisschen geschockt, als ich das gesehen habe. So alt sieht er nicht aus. Ja, aber man sieht, man kann auch Ü30 oder fast 40 noch richtig viel reißen. Ja, auf jeden Fall. Also da auch ein ganz cooles Ergebnis. Hat mich sehr gefreut, weil der ist auch immer so sehr hart. Der arbeitet richtig, richtig ordentlich und kommt dann auch nicht so in Halbform zu einem Wettkampf. Das finde ich immer gut, wenn die einfach Gas geben und dann nichts irgendwie dem Schicksal überlassen. Mhm. Gut, machen wir weiter. Am Wochenende war auch der World Strongest Man, nämlich dieses Mal in Florida, gewonnen hat ein Ukrainer namens Oleksiy Novikov, von dem ich bisher auf jeden Fall nur beiläufig mal was gehört habe. Am Ende aber jüngster Titelträger aller Zeiten. Der Sieg aber, muss man sagen, unter Abwesenheit von unter anderem Haftor Björnsson, Mateusz Kieliszkowski und auch Vorjahressieger Martin Liesis war nicht mit am Start. Also ein sehr dezimiertes Line-Up, in dem vorneweg dann eigentlich Brian Shaw die Favoritenrolle zugesprochen wurde. Der wurde aber enttäuschenderweise nur Vierter. So ohne Tor und Co. verliert das Ganze für mich jetzt ein bisschen an Glanz und Gloria. Wie siehst du das? Da müssen schon noch ein paar immer so nachkommen, die sich jetzt ins Rampenlicht drücken. Also ich finde eigentlich, dass Strongman das Potenzial hat, also dieser Strongman-Wettkampf, diese Sportart an sich, könnte eigentlich viel, viel größer sein. Aber was so oftmals fehlt, sind halt die Personalities. Natürlich ein Haftor Björnsson, Eddie Hall, Brian Shaw, das sind dann schon Personalities. Aber es braucht dann halt noch mehr, damit das einfach größer ist. Weil das ist immer die grundlegende Voraussetzung, dass eine Sportart groß wird. Also das war halt auch im Bodybuilding so. Man hatte dann halt so, zum Beispiel damals mit Arnold Schwarzenegger, das ist schon so eine Ausnahmepersönlichkeit gewesen, der das dann ja nach oben gezogen hat. Und als dann nicht mehr so starke Ausnahmepersönlichkeiten dabei waren, dann ist ja auch der Sport wieder ein bisschen unattraktiver geworden. Das sehen wir jetzt ja auch. Also dieses Jahr der Mr. Olympia, dadurch, dass einfach so die charismatischen Persönlichkeiten fehlen ein Stück weit, ist das Ganze nicht mehr so attraktiv. Das war halt vor 5, 6 Jahren mit einem Kai Greene, Phil Heath, wer war da noch dabei vor 5, 6 Jahren? Ja, auch da war so ein Sean Roden. Genau. Ja. Davor ein Jay Cutler und so weiter. So, und das war dann einfach so, dann eigentlich so die letzte Phase, wo so richtig starke Personalities dabei waren. Und man kann das sehr gut bei den Strongmen beobachten. Jetzt der, wie heißt er?
Oleksij Novikov, 24 Jahre jung, ist natürlich so ein super starkes Ergebnis. Geil, dass er das gewonnen hat. Der hat natürlich auch noch viel Luft nach oben. Mhm. Aber damit das Ganze halt so mehr an Attraktivität gewinnt, müssen die Leute rausgehen, die müssen so auf Social Media einen Job machen, die müssen den Sport sexy machen, gut verkaufen, wie es ja zum Beispiel in Deutschland ein Dennis Kohlroos auch macht oder ein Tetzel. Die machen den Sport ja cool. Die machen den sexy. Es ist ja nicht so, dass jeder dann sagt, ich will ein Strongman werden, aber man hat dann einfach eine große Bewunderung dafür. Wie zum Beispiel in den 90er Jahren Heavyweight-Boxen. Also es wollte ja auch nicht jeder Heavyweight-Boxer werden, aber durch Tyson, Lennox Lewis, Holyfield war das halt sehr attraktiv. Man hat dem sehr stark entgegengefiebert. Und das wünsche ich mir eigentlich so für Strongman, weil es ist ja gar keine Frage, dass das, was sie machen, unfassbar krass ist. Das kann so ein normaler Mensch nicht annähernd schaffen. Und ich finde es dann schade, wenn die gar nicht so die Publicity bekommen, die sie verdient haben, definitiv. Ja, ich denke auch, wenn Fernsehen nicht so auf dem absteigenden Ast wäre, dann hätte Strongman definitiv wieder das Potenzial, da reinzukommen. Aber ich glaube, in Zukunft wird der Strongman-Sport dann das Fernsehen nicht mehr brauchen, nicht mehr umgekehrt. Ja, also die müssen natürlich auch schauen, was zum Beispiel CrossFit sicherlich auch sehr groß gemacht hat in den letzten Jahren. Die haben halt sehr, sehr starke Livestreams, sehr gute Live-Übertragungen, gute Bilder, die sie da generieren. Also ihr könnt mal CrossFit Games bei YouTube eingeben, die ganzen Games-Videos, die haben alle paar Millionen Klicks, weil das sind einfach sehr, sehr gute Videos, die man sich dann da anschauen kann. Und dann gewinnt so eine Sportart natürlich an Attraktivität. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann ist es leider so oftmals brotlose Kunst. Und das finde ich so sehr, sehr, sehr schade. Also für alle Sportarten. Ja? Die müssen immer gucken, dass sie das sehr, sehr gut vermarkten, sehr attraktiv nach außen präsentieren, damit einfach diese Leistung auch gesehen wird und Anerkennung findet. Okay, wir kommen zu einem neuen IFBB Pro damit. Allerdings leider nicht zu einem Deutschen, sondern zu einem Australier, den dennoch alle kennen dürften, glaube ich. Nämlich den Callum von Moger. Der hat sich jetzt nach schon verschiedenen Verletzungen beim NPC Universe die Pro-Card in der Classic Physik geholt. Also vor 2-3 Jahren. Da hätte ich, glaube ich, noch gesagt, dass der Callum von Moger in der Classic Physik zumindest ein bisschen was reißen kann. Die Aussage würde ich heute so wohl nicht mehr treffen. Wie schätzt du die weitere Entwicklung so von ihm ein, obwohl er ja trotzdem erst 30 ist? Also ich muss sagen, ich hatte jetzt den Eindruck, der Wettkampf, an dem er teilgenommen hat, das war jetzt nicht so ein super starker Wettkampf, so vom Teilnehmerfeld. Und ich würde mal sagen, in Nicht-Corona-Zeiten und ohne seinen großen Namen hätte der nicht die Pro-Card gewonnen. Und ich sehe jetzt da auch nicht wirklich, so wie der aktuell aussieht, dass er da jetzt tatsächlich angreifen kann. Also wenn man sich da die Pros in seiner Klasse anguckt, das ist schon ein gutes Stück, was ihm da fehlt. Ich glaube, das ist so jemand, der so sein Talent sehr verdaddelt hat durch so viel Blödeleien, viele unnötigen Verletzungen. Ich glaube, auch so Social Media hat da nicht unbedingt der Psyche gut getan. Ich kann schon beobachten und auch so Athleten, die ich kenne, die damit nicht gut umgehen können, dass Social Media so sehr das Mindset bei ihnen vergiftet. Die bekommen da Schulterklopfer und können nicht einordnen, auf welchem Level diese Schulterklopfer sind. Und ein Callum von Moger, der ist vielleicht lustig und der macht vielleicht tolle Postings oder tolle YouTube-Videos, die unterhaltsam sind. Aber deswegen ist er kein geiler Bühnenathlet. Und ja, also ich prophezei dem jetzt keine wahnsinnig große Karriere voraus. Das, was er gut gemacht hat, was ich vorhin bei den Strongmen kritisiert habe, der ist halt auf Social Media, macht da seine Hausaufgaben. Aber für mich, ich glaube nicht, dass er ein guter Wettkampfathlet, also ich glaube nicht, dass er ein guter Profi wird. Wie siehst du das? Ja, ich fand ihn eigentlich mal ziemlich cool. Vielleicht ist es auch so durch die Jahre dann rausgewachsen, in denen ich so ein bisschen älter geworden bin. Und bei ihm habe ich immer so das Gefühl, der ist so,
nicht erwachsen geworden, hat dann viele blöde Laien gemacht. Und in der Zeit, als er blöde Laien gemacht hat, ist diese Classic Physik, in der er eigentlich hätte stattfinden können, halt richtig, richtig krass gewachsen. Und da hat er einfach Dinge verpasst, die jetzt dann irgendwo dann auch nicht mehr aufzuholen sind. Und dementsprechend, ich prophezei ihm da auch keine großartigen Chancen. Ich glaube sogar, dass er es schwierig haben wird, jemals beim Mr. Olympia irgendwo auf der Bühne zu stehen. Also dafür muss man einen Wettkampf gewinnen. Und wenn man sich das anguckt, was da heutzutage an Material auf der Bühne steht, ich sehe es nicht wirklich realistisch. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ehrlich gesagt, wenn ich so die Bilder angucke, bin ich so ein bisschen erschrocken, dass in Amerika das Wettkampfniveau, auch wenn jetzt Corona ist, dass es dann doch so niedrig ist aktuell. Also da ist das Niveau in Deutschland gefühlt für mich schon, nicht in Deutschland, in Europa, fand ich es jetzt schon, wenn ich die letzten Monate angucke, stärker als das, was jetzt da bei den NPC Universe Championships 2020 war. Also der hätte in Europa nichts gerissen. Ja, jetzt hatten wir ja Romania Muscle Fest und da hat ja der Peter Molnar das Bodybuilding gewonnen, ist dann später bei der Classic gestartet zwar, aber wenn du jetzt den dahinstellst neben Callum von Mogo, dann ist das schon ein großer Unterschied. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Vergleich, weil der Peter Molnar schon sehr lange in anderen Verbänden auch quasi, ich sag mal, Profi ist, aber es ist schon ein anderes Niveau heutzutage. Das kannst du dann irgendwann nicht mehr mitgehen, wenn du so lange inaktiv warst, weil du dir mit einem 180 Kilo Curl einen Bizeps abgerissen hast. Man muss halt deutlich, deutlich unterscheiden, bin ich ein Fitness-YouTuber oder bin ich ein professioneller Athlet? Natürlich sind beide auf YouTube und Social Media und das gehört dazu, aber es ist so, man muss es auf eine andere Art und Weise machen und man darf nicht als, wenn man Profi ist oder Profi werden will, darf man nicht solche Dummheiten begehen, ja, weil die Gesundheit, die ist das allergrößte Kapital und wir wissen alle, wenn so ein Muskel mal ab war, das wird nie wieder, wie es vorher war. Deswegen ist es so das Dümmste, was man machen kann. Ich habe das auch so in der Vergangenheit schon ein paar Mal kritisiert, wenn irgendwie David Hoffmann sich vor einem Wettkampf dann irgendwie 3 Cheeseburger reinfährt. Ja, das ist für Social Media cool, spektakuläre Bilder, aber als Profi würde ich das nicht machen. Und dann hat man halt ein Video mit weniger Klicks, aber deswegen hat man einen Sponsor, damit man nicht auf die YouTube-Monetarisierung und diese Klicks angewiesen ist. Das ist der Unterschied. Ja, und da das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Und auch so ein Calum, der kann natürlich jetzt noch irgendwie voll aufdrehen, aber und sich auf seine Profikarriere konzentrieren. Aber ich habe so den Eindruck, das ist schon eher ein einfach gestrickter Kindskopf. Und da kann ich mir das jetzt nicht so ganz vorstellen, dass er jetzt sagt, okay, jetzt lege ich voll los, glaube ich. Ja, ist ja nur unsere Meinung, also kann auch völlig anders ablaufen, aber wir halten es halt nicht für realistisch. Ja. Zum Schluss wieder eine lustige Story, dieses Mal über Mike Tyson. Du hast vorhin schon das Schwergewichtsboxen der 90er Jahre angesprochen. Der hat sich im Boxring nicht nur hin und wieder in Ohren verbissen, sondern außerhalb auch mal gerne einen Drogentest getürkt. Und zwar mit Hilfe einer Penisprothese, in der Urin seiner Frau bzw. später auch seines Babys war. Damit wollte er damals seinen Marihuana- und Kokainkonsum verschleiern. Das sagt er so in seinem Podcast Hot Boxing. Eigentlich irgendwo witzig, auch wenn es trotzdem Betrug bleibt unterm Strich. Was sagst du zu der Geschichte? Du kennst ja auch Gott und die Welt. Hat dir schon mal jemand die Verwendung einer Penisprothese zum Verschleiern illegaler Mittel gebeichtet? Ja, ich kenne das von Leuten, die beruflich keine illegalen Substanzen konsumieren dürfen oder MPU machen das auch viele oder haben das früher, also ich habe das jetzt schon länger nicht mehr mitbekommen. Also ich kenne dieses Vorgehen, ich selbst habe das nie gemacht. Mike Tyson ist ja so ein Held meiner Jugend. Ich glaube, so jeder in unserem Alter, der fand damals Mike Tyson cool. Ja. Also das war so der Motherfucker damals. Also jetzt sieht man das natürlich so entspannt, weil das ist jetzt so verjährt und ich habe mir das so im Vorfeld, hatte ich mir so überlegt, ob jetzt ein Boxer kifft oder nicht, ist doch scheißegal, dachte ich mir. Bei Koks ist was anderes. Also wenn jemand vor einem Boxkampf kokst, dann ist die Performance besser. Das ist so gar keine Frage. Der ist selbstbewusster, weniger schmerzempfindlich, der Fokus ist natürlich gesteigert, etc., etc. Also da, das
die kognitive Leistungsfähigkeit wird da schon mal kurz oder kann geboostet werden, so muss man sagen. Daher, das kann ich verstehen, aber er hat jetzt auch, so wie ich es verstanden habe, nicht vor den Boxkämpfen geguckt, sondern ich schätze, das war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Eben, der wird halt beim Feiern mal was getrunken, was gezogen haben. In den Kreisen, wo der unterwegs war und wahrscheinlich auch ist, ist das ja ganz normal. Außerdem hat Baxin ist ja auch Kiffen. Ja, also es kann auch damit gemeint sein. Kiffen im Auto zum Beispiel. Also muss nicht gemeint sein, aber kann auch. Ja. Und in seinem Podcast dürfen die Leute, glaube ich, auch kiffen. Wie bei Joe Rogan. Ja. Mich würde eigentlich so mehr interessieren, ob Mike Tyson zu seiner besten Zeit wirklich 100% natural war. Ich muss sagen, er hat für mich keinen typischen Stoffer-Look gehabt, aber das war halt schon ein Monster. Also das war schon wirklich ein Monster. Und ich muss auch sagen, ja, also generell die Schwarzen in den 80er, 90er Jahren, so als so Schwergewichtsboxen groß war und das Niveau sehr hoch, die haben für mich schon so die Ästhetik im Kampfsport gesetzt, so die Messlatte. Ich gucke heute auch gerne in UFC, aber ich finde es dann immer enttäuschend, wenn dann Leute nur Schwergewichtskämpfer sind, weil sie groß sind. Ja. Das finde ich dann so langweilig. Oder wenn die dann auch kleiner sind und so super dünn oder so. Man will halt schon irgendwie die Gladiatoren sehen. Und da war Mike Tyson damals auf jeden Fall ein Vorzeigegladiator. Ja, da gab es, glaube ich, die DVDs Man or Machine. Die waren, glaube ich, so in mehrfacher Ausführung, habe ich irgendwo noch auf einer Festplatte. Glaube ich, irgendwo müssen die noch rumliegen. War aber auf jeden Fall, kann man sich immer wieder angucken, weil der Typ, der ist einfach geisteskrank gewesen. Ich glaube, so kann man es ja, sagen. Damals. Ja, damals. Ja. War auf jeden Fall, ist ein guter Typ. Und mich freut es auch, dass er jetzt immer noch, der ist jetzt nicht abgestürzt, sondern zu einem Podcast, der ist ja in Amerika wirklich sehr groß. Der hat auch immer viele starke Gäste. Könnte noch viel größer sein. Der lädt halt so überwiegend Schwarze ein und macht das jetzt nicht irgendwie, ja, ich will jetzt nicht auf Joe Rogan irgendwie rumhacken, aber es ist natürlich schon so, wenn du immer nur Leute aus der Black Community einlädst, dann sind da halt jetzt nicht irgendwelche großen Schauspieler etc. immer dabei, ja, sondern es sind dann halt meistens viele Rapper oder Sportler bei ihm. Ja, Joe Rogan, der lebt definitiv, muss man einfach so sagen, auch von den Gästen, die da regelmäßig kommen. Und das hat den auch so groß gemacht. Das ist eigentlich so ein ganz normaler Typ, muss man wahrscheinlich so festhalten. Ja, also er hat ja auch eine Karriere hinter sich und ich beschäftige mich zu wenig mit ihm, um das so sagen zu können. Aber man muss ja schon auch sagen, einen guten Interviewer zeichnet ja nicht unbedingt ein besonders spektakulärer Charakter aus. Oder muss nicht sein. Also so wie KenFM, das ist, glaube ich, die absolute, also mir fällt da keiner ein, der so einen eigenen Charisma hat an jemand, der Interviews macht am laufenden Band. Daher, ja. Ja, KenFM ist krass. Also da musst du wirklich zugucken. Da kannst du nicht so nebenher mal mit dem Handy noch dran rumspielen, weil dann ist der irgendwie mit seinen Gehirnwindungen schon schnell mal 10 Schritte weiter und du weißt gar nicht mehr, wo er jetzt ist. Der redet ja auch so schnell. Das ist schon next level. Wahnsinnig schnell. Ja. Aber das war noch ein kleines Schmankerl zum Schluss hier. Die Penisprothese von Mike Tyson. Und war auch unsere letzte Story für heute. Ja, Freunde, wir sind durch. Ich würde sagen, alle, die den Galenicus vermisst haben, ihr könnt euch jetzt wieder gönnen. Der ist wieder da. In der Telegram-Gruppe habe ich heute ein Update gepostet, wann der Pump Booster wahrscheinlich kommen wird. Also wer noch nicht auf Telegram dabei ist, ich kann es euch nur empfehlen. An die Leute, die immer fragen, warum es den WhatsApp-Newsletter nicht mehr gibt, liegt nicht an uns, sondern WhatsApp hat das untersagt. Aber nicht nur uns, sondern allen. Ja. Niemand darf mehr so einen Newsletter da machen. Genau, wäre noch schöner, wenn sie das nur bei uns untersagt hätten. Ja, deswegen kommt in die Telegram-Gruppe, ist so das Pendant bei uns zum Buchclub. Den kennt ja auch der ein oder andere.
Ja, und unsere Gruppe ist nicht so, dass da irgendwie alle Leute irgendwas reinposten können und dann irgendwie das in wüsten Beschimpfungen endet, sondern wir hauen da immer Updates rein. Genau. Gut, das war's für heute. In diesem Sinne, Salut. Bleibt gesund. Ciao, ciao.